Was sind die Komponenten der Durchlaufzeit? Da ist einmal die Transportzeit, die Lagerzeit und die Bearbeitungszeit. Transportzeit ist die Zeit, wo der Patient unterwegs ist, von seiner Schlammmassage hin zum Unterwassertreten, die Zeit, wo er sich da von A nach B bewegt. Die Lagerzeit ist seine Wartezeit, wo er sagt, ich bin jetzt hier auf meinem Laufzeit um 10 Uhr, Sie sind noch vor mir dran, da muss ich mich wieder hinsetzen und warten, lese ein paar Zeitschriften mal derweil. Wartezeit, Lagerzeit. Und die eigentliche Bearbeitungszeit ist die Zeit, wo er jetzt reinkommt, massiert wird oder unter Wasser treten macht oder was immer. Das sind die drei Komponenten. Und die wirklich alle minimal zu gestalten, ist extrem schwierig, um nicht zu sagen fast unmöglich. Wenn ich das eine minimiere, stelle ich fest, das andere wächst wieder an. Quadratur des Kreises so ein bisschen. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.